No way. No fucking way, Digga. Ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Ey, yo, like my guys. Hi. Hallo. Welche Elo bist du? Platin 4. Für welche Rolle habe ich hier? Ich hatte mit angegeben, aber hat ja dann geschrieben, dass ich doch ganz gerne ein ADC-Coaching hätte. Deine besten ADCs bist du 3 Stück. Draven, Twitch und Senna, aber das ist immer ein bisschen schwierig, da jemanden zu finden in der Solo-Queue, der dann... Ah, ich kann einfach offen bleiben, das ist auch okay. Wo siehst du denn so deine Probleme? Bei einem Lead, mein Lead aufs Team überzubringen, also wenn ich quasi die einzige bin, dann auch das Game quasi zu carryen, alleine. Ja. Mich generell auch, habe ich sehr viel Probleme irgendwie mit den Supportern zu agieren, je nachdem, wenn ich den schlechteren Support habe, ich das Gefühl, ich habe keine Möglichkeit, die Lane irgendwie alleine zu gewinnen. Auch einfach den Kick. Und hast du jetzt gerade Twitch eingeloggt? Weil ich echt einfach keine Ahnung hätte, was ich sonst gepickt hätte, und dann spiele ich lieber das, wo ich mich am sichersten fühle. Mhm. Also sagst du, Twitch ist dein bester Champion? Kommt immer drauf an, also ich habe das Gefühl, mit Twitch habe ich wenig Möglichkeiten auf der Lane auch mal selber was zu machen. Also da kommt es halt schon sehr darauf an, was jetzt die Seraphine macht, aber ich versuch's. Ja, das ist Lady Queen, die würde ich jetzt nicht unterschätzen. Ja. So, erzähl mal was zu deinem Matchup auf der Bot. Ja. Ich würde sagen, es kommt sehr darauf an, was die Supports skillshot-technisch hitten, aber Sivir ist natürlich relativ safe, habe ich zumindest in letzter Zeit immer mitbekommen gegen eine Sivir, die pusht mich eigentlich die ganze Zeit nur rein. Und ich bin froh, wenn ich unterm Tower dann irgendwie die meisten CS kriege und... Ja. Wo ist der Enemy Jungler? Ich würde sagen, hier so. Ja, eher bei den wahrscheinlich noch. Ich glaube, der ist Botside gestartet. Ja, diese Lane hier wird so piss bad sein. Nicht Level 3, aber... Like, das Ding ist halt, Twitch selbst macht eher weniger. Also er ist nicht so wie, ich sag mal, Raven, Luton, Caitlyn. Das sind so alles sehr unabhängige ADCs. Also jetzt in Bezug auf die Landing Phase. Alter, was geht ab? Alter, was geht ab? Lady Queen mit der Performance einfach. Ihr Mann auf Channel kann völlig fein sein. Die Frage ist halt immer, also du musst dir schon relativ früh die Frage stellen, was will ich in diesem Game erreichen? Wow, aber er kann weggehen. No way. No fucking way, Digga. Ich glaub das nicht. Ey, yo, like my guys. Okay, dass du die Eier hattest, dafür zu gehen, respectable. Aber dass die Gegner, dass das Swain überhaupt erst vorgestellt ist. Wärst du generell jetzt vor, weiterzumachen? Ich meine, du bist ja jetzt schon 2-1. Gold durch die Kills. Ich habe Probleme gerade zu sehen, ob ich da hier irgendwas gegen die trotzdem machen kann. Also ich weiß nicht, wie wir engagen wollen, Botlane, dass ich hier irgendwie mein Lead ausspielen kann. Der Trundle scheint irgendwie nicht so wirklich um Botlane zu spielen und der Draven kann halt jederzeit hier sein, deswegen. Machen wahrscheinlich gerade Drake. Könnt ihr jetzt einfach nur Pisscalen? That's the plan? Pisscaling? Oh mein Gott, der Trundle lebt einfach noch. Ey, wenn er Level 6 gewesen wäre, ne? Wären einfach alle tot gewesen. Und der Stricher spielt einfach trotzdem ja so. Würdest du sagen, das Game ist so normal für dich? Ja, schon ziemlich. Also es ist schon nicht ganz so normal, dass ich überhaupt so ein Lead habe. Aber ich merke jetzt schon wieder, dass ich keine Ahnung habe, was ich jetzt machen soll. Ich bin ja eigentlich ganz gut im Game. Ich meine, die Sivir jetzt auch, ist auch nicht schlecht im Game. Aber ich weiß schon irgendwie nicht genau, was ich jetzt damit machen soll mit meinem Lead. Gehst du jetzt gerade mit dem Flow oder verfolgst du den Plan? Ich weiß gar nicht genau, ob ich einen Plan habe. Das ist das Problem. Versuche jetzt eigentlich dem Jungler erstmal zu zeigen, dass wir ganz
gut Drake machen kann, weil ich so ahead bin. Hm? Ansonsten versuche ich jetzt nicht direkt meinen Shutdown irgendwie abzugeben. Da habe ich immer sehr viel Schiss vor irgendwie. What the fuck? Ja, genau, das immer passiert. Scheiße. I mean, der Swain läuft auf ihn zurück. Wer läuft schon freiwillig auf den 5-1 Twitch zurück? Was macht denn Twitch aus? So im Early Anfang Midgame. Also es ist ja schon ein sehr unique ADC. Ich kann unsichtbar in die Backline noch einfach mal so sneaky Kills bekommen. Vor allem, wenn ich so ein Lead habe, kann ich eigentlich jeden, wenn ich engage, killen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann das nicht wirklich ausspielen. Okay. Gut, ich weiß genau, was ich mit ihm mache. Die Antwort auf diese Frage war die wichtigste. Jeder, also, es können sich später immer noch andere Sachen also geben. Wir geben jetzt schon wieder Drakes ab, obwohl ich finde, wir das nicht machen müssten. Also die Lane ist einfach ein bisschen schwierig zu spielen, ne? Denn selbst wenn die Dingens töten, wenn die Sivir töten, ob Swain seine Ulti und killt die halt auch. What? Warum killt der Swain die nicht? What? Warum killt der Swain die nicht? Du hattest ja bei deinen Champions, ich glaube, Twitch, Jhin und Senna genannt, ne? Jo. Was? Und du hast gesagt, Draven. Kannst du sagen, wie du mit Twitch bist im Vergleich zu den anderen? Ich habe schon mit Abstand am meisten Spiele auf dem. Also. Ich würde schon sagen, momentan, also ich habe sehr lange Lucian gespielt, den habe ich jetzt ewig nicht mehr angefasst, aber sonst würde ich sagen, das ist schon so mein mit Abstand erfahrenste. Hops genommen. Ey Leute, das ist sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Meistens frage ich die Leute auf ihre Selbsteinschätzung, wenn ich solche Sachen sehe. Die meisten Leute sind nicht in der Lage, sich selbst einzuschätzen. Also, die sind utopisch. Die verlassen ein Game mit 4-0-6 und ich frage sie, und so, ist das so eine Average Performance von dir? Auch so in Bezug auf die Stats? Ja, sind viele geil. Und dann so, ey, guck mal, dein OPGG zeigt, du hast eine generelle KDA von 2,0 auf deinem Champion. Ey, schau mal, dein OPGG zeigt, in den letzten 20 Games, die du mit dem Champion gemacht hast, hattest du auch ebenfalls eine KDA von 2,0. Kommst du darauf zu sagen, dass 4,0 normal für dich ist? Digga, doppelt so gut wie sonst. Oh. Ja, das wusste ich nicht. Kannst du in diesem Game alleine rumlaufen und Picks fangen? Denke nicht. Und jemanden, den du picken kannst? Die Sivir wahrscheinlich. Ich habe halt das Gefühl wieder, ich weiß nicht, was ich genau machen soll, weil Sidelane nehmen halt immer die Solo-Laner meistens bei mir und dann laufe ich Mitte rum und warte eigentlich nur darauf, dass ich gecatcht werde. Ich bin jetzt wieder der niedrigste im Level, ich habe kaum CS, ich fühle mich irgendwie dann jetzt schon wieder, obwohl ich eigentlich so gut ins Game gegangen bin, irgendwie wieder, ich falle immer mehr behind irgendwie. Wann ist die KDA gut? Du möchtest gern, also wenn du in Anführungszeichen, was soll der Scheiß? Immer in Fights, ne? Warte, machen wir gleich. Ey, Trickshammer, danke für den Sub. Verpiss dich, geh direkt zur Botlane runter. Okay. Die machen den Scheiß auch ohne dich. Wofür musst du hier bleiben? Ja, stimmt schon. Aber die Kombination aus deine Stats sind scheiße und deine Winrate ist scheiße. Ist schon eine scheiß Kombination. Er müsste nach links flashen. Er könnte quer hoch in die Pit einfach reinflashen. Was hast du in den letzten, ich sag mal, 5 Minuten erreicht? Gar nichts. Und ich weiß auch, also, das ist auch Fakt. Ich meine ehrlich, er spielt wie ein ADC. Das ist das Problem. Ah, okay. Also, hört sich jetzt komisch an, wenn ich das sage, ja. Aber er meint ja selbst am Anfang, das stimmt ja auch, dass Twitch ein bisschen unique ist unter ADCs. Hat er da seinen Flash benutzt für den einzigen Kill? Wo ist der Wert dahinter, Flash zu ziehen, um die Chance zu machen, einen Kill zu kriegen? Gute Frage. Digga, ich wäre so getiltet, wenn ich da Yasuo wäre. Oh mein Gott! Hier bemerkt man es wieder richtig. Hier ist kein Flankwinkel da. Er hätte direkt hochgehen können, um sich dort in die Seite rein zu positionieren.
Gute Arbeit von Javan tatsächlich. Sehr solide Arbeit von ihm. Das kannst du alternativ unsere Academy probieren. Die ist viel, viel, viel günstiger. Und da hast du auch mehr raus. Also ich bin auch ehrlich, ich sag so, wenn ihr Gold und drunter seid, eher in die Academy gehen. Ab Platin könnt ihr mal bei mir vorbeischauen. Auch wenn es um sich so um das Preisliche geht im Vergleich zu dem, was ihr rausbekommt. Ja. Kurz WC. Klar. Ein paar Sekunden später. Like my guy. Ich glaube, er hätte das deffen können. Scheiße. Ey, yo, Bro. Ich glaube, das hättest du deffen können. Erzähl mir was zum Spiel. Ja, so wie ich es vorher eigentlich gesagt hatte, ich habe voll den Lead bekommen und wusste nicht so ganz, wie ich den überhaupt umwandeln soll. Hab mich gefühlt, als wäre ich die ganze Zeit der, also es ist halt ADC-Rolle, aber ich wurde die ganze Zeit irgendwie nur geone-shottet und dann hat mein Team rasiert, nachdem ich tot war. Ich habe mich nicht wirklich useful gefühlt. Ich habe mich schon gewundert, dass ich überhaupt noch einigermaßen so viel Schaden wie die anderen gemacht habe. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich noch viel weniger hatte. Also ja, du musst nur 2-3 Sekunden ballern und dann holst du auch schon viel raus, ja, ne? Das darf man hier ja auch nicht vergessen. Das ist dann OPGG. Ja, dein Twitch ist absolut scheiße. Jo. Ich weiß nicht, wie du sagst, dass du dich auf ihn am meisten wohlfühlst. Wenn du einfach der größte Feeder da bist, like, du stirbst mit Twitch fast so oft wie mit Sion. Du hast mit Abstand die schlechteste Winrate drauf. Deswegen hattest du mich gewundert, als du gesagt hast, du fühlst dich darauf am meisten. Denn rein statistisch gesehen sind es Jhin und Senna. Du kannst alles andere spielen als Twitch und du holst daraus mehr raus. Warum? Du spielst dein Twitch, als wärst du Jhin. Als wärst du Jinx. Du kommst pissnormal an in 90% der Fälle und gehst von vorne rechts klicken. In deinen Runen hier hättest du hier Cutdown mitnehmen sollen. Weißt du, was die Rune Cutdown macht? Mehr Damage an die, die mehr Max Health haben als ich. Warum sag ich, du sollst diese Rune mitnehmen? Weil mindestens 3 Leute, glaube ich, grundsätzlich ohne was zu bauen schon mehr HP haben. Ja, das auch. Aber grundsätzlich werden die Champions ja auch alle ein bisschen tankiger gebaut, auch auf ein bisschen mehr Leben. Der Rest hier ist völlig fein. Wir sind am Start. Warum beginnst du hier mit Langschwert 3 Pots? Weil ich eher dachte, dass das so eine Poke-Lane ist. Ich krieg die ganze Zeit die CVQ ins Gesicht. Und Swain generell auch, ich sag mal, Poke-lastig. Aber ja, ist. Wenn ich Zweifel habe, was ich nehmen soll, dann nehme ich lieber ein Longsword, weil dann. Ja, fühle ich mich irgendwie wohler. Ist eine korrekte Antwort. Nehme ich an, ne? Ein bisschen Poke-lastiger. Hier kommt es immer darauf an, ob der Swain seine E hittet oder nicht. Da könnte ich auch mal gerne all-in. Aber sie war jetzt nicht so unbedingt den höchsten Burst von allen, ne? Hier, der Start schon mal. Like. Geh doch nach oben hin raus. Ja, stimmt. Ich check nicht, warum du hier umdrehst, denn hier oben kann ich garantieren, dass niemand ist. Hier könnte immer noch jemand von hier kommen oder von hier. Like, das war einfach nur Troll. Ja. Warum gibt's denn eine E auf Level 1? Ich habe noch niemals einen Twitch-E-Skill sehen auf Level 1. Gute Frage. Also wenn es wirklich dazu kommt, dass die traden, dann kann ich halt ein, zwei Autos machen und dann noch eine E hinterherballern. So, das ist eigentlich mein einziger Grund. Okay, warum skillst du dann jetzt schon? Was ist, wenn sie nicht vorkommt zum Traden? Ja, stimmt. Ja. Aber du skillst grundsätzlich erst dann deine Fähigkeit, wenn du es brauchst. So, denn meistens ist ja W halt um einiges cooler, weißt du? So, sie hat ihre Scheiße raus. Wir pisteln hier erstmal klein wenig. Das hier war mega bad. Warte. Hat sie es schon gemacht? An sich völlig fein, ne? Yo, Swain hat seine E raus. Seraphine hat ihren Spell auch raus. Okay, Trade gewonnen. Jetzt läufst du zwischen beide. Das ist etwas, ich schwöre es dir. Ich habe, Leute, Chat, ich war die letzten 2 Tage nicht online. Ich habe so viele ADCs momentan bei mir. Wessen Dreieck sieht besser aus? Dass die da deutlich besser auf mich einhauen können, als die Seraphine irgendwas machen kann. Die ist halt irgendwie außen vor. Mhm. Es gibt immer so eine Regel, ja? Wenn die so stehen, dann stellen wir uns wohin? Ich markiere jetzt einige Nummern, okay? Wohin würden wir uns hinstellen wollen und warum? Weiß ich nicht, die 5, ich... Ja, jetzt ratest du. Ja, ich weiß, ich habe keine Erklärung. 5 ist richtig. Erklärung. Weil der Swain hier nicht ankommt. Der hat seine Ehe nicht mehr. Swain... So, die sind beide relativ short range, ja? Aber du willst die Sieve traden, wie was sich anbietet, und Swain hat seine Ehe nicht.
Kannst einfach drauf gehen. Weil wenn du hier runter gehst, cornerst du dich selbst. Du bist ja eingesperrt in der Ecke. Stimmt, ja. Hier oben aber nicht. Zudem, wenn du hier unten bist... Ja. Wenn du aber hier bist... sind wir auch auf derselben Ebene mit der Seraphin. Denn hier... selbst hier gehst du sogar auch noch runter. Sie wird jetzt ein bisschen zurück. Und hat da die Seraphin nochmal mit drauf reagiert. Und der erste Pot ist schon mal flöten gegangen. Ich weiß noch nicht, warum sie einen Kall hat, wenn ich ehrlich sein soll. Das war natürlich nicht richtig gemacht. So, Swain ist hier wieder auf Cooldown. Wir machen nichts. Wir pissen einfach. Du kannst doch einmal Ws in die Wave reinwerfen, um dir gegen zu pressern. Aber hier musst du halt auch auf die Timings achten. Ne? Jetzt hat er nichts. Du kannst Wave contesten einfach. Like, du kannst einfach, also wenn du möchtest, ne, kannst du einfach hier in deine W hinwerfen als Beispiel. Die hinten plus Minions dann mit deiner E. Das Ding ist aber schon das unten. So. Like, die Wave kommt eh schon zu uns. Warum tradest du den jetzt? Oder warum willst du ihn jetzt traden mit deiner W? Wollte eigentlich den Cannon haben. Das sieht aber nicht danach aus, als ob du den Cannon haben willst. Du hast das Ding gecentert auf den Swain geworfen. Um es zu erklären, ich wusste halt, dass die wissen, dass ich den haben will und dachte, wenn die dann jetzt quasi den Engage forcen, dann, ja. Ich weiß auch nicht genau, was ich gemacht habe. Okay, wir machen jetzt hier eine neue Regel. Wenn du etwas weißt, sagst du es. Wenn du etwas nicht weißt, sagst du es nicht. Aber es hört sich für mich so an, als würdest du jetzt quasi schätzen oder raten oder irgendwie versuchen, dich rauszureden. Denn wenn du zu mir sagst, du willst den Swain contesten, ja, oder du willst das Minion haben, dann stelle ich mir die Frage, warum wirfst du dann das Ding gecentert, wenn du den Swain contesten willst? Weil du gehst davon aus, du musst davon ausgehen, dass er auch auf dich zukommt, right? Wenn du das Ding so wirfst, ungefähr jetzt, Pi mal Daumen, stelle ich mir doch die Frage, wenn du auch das Minion haben willst, warum wirfst du das Ding nicht eher so? Sodass du es in seinen Weg reinwirfst, falls es auf dich zukommt und das Minion gleichzeitig anhittest. Ja, das stimmt. So. Jo, aber jetzt Seraphine etwas sehr lustig. Hat direkt Bock auf alles. So. Jetzt hitten wir hier die Wave mit an. Bruder, Digga, wo hat deren Jungler angefangen? Und geht der hin? Nach oben. Wo hat unser Jungler angefangen? Na, Topside. Und geht der hin? Nach unten. Warum pusht du Pimmel die ganze Zeit gegen? Like, wir haben jetzt in Anführungszeichen Glück, dass der Gegner noch härter gegen pusht. Ne? Hier kannst du ja immer noch aussehen, das ist ja völlig fein. Ja, so, Swain moved hier durch. In die Midlane. Wo ist unser Ping? Der steht hier sogar. Der dreht sogar um. Ja, ich. Wenn du ausdünnen willst, bitte immer die Midis zuerst. Kennst du das, wenn deine Midi-Minions so stehen und dann so laufen und danach wieder zurückkommen? Oder sich komplett random bewegen? Was ist denn, wenn die jetzt random in die Tower reinlaufen? Scheiße, oder? Wenn es ein Caster macht, ist scheißegal. Weißt du warum? Weil er schon bereits weiter hinten steht. Den Caster stört es vergleichsweise weniger, wenn der mal ein bisschen vorläuft. So, hier hast du jetzt deine Wave kaputt gemacht. Fein. So, wir sehen den Swain hier noch. In der Mitte rumeiern. Hier ist Sieger mit keinem Leben. Vor. Warum poppst du deine Kuh? Um schneller zu werden. Und du denkst, dass du da rankommst? Ja, ich hab's irgendwie gehofft, aber ich glaube, es war... Also, dass du vorsteppst, ist total in Ordnung. Aber die Kuh würde ich nicht dafür ziehen. Einfach hier hingehen, die Seiten übernehmen und fertig. Ja, die einfach nicht fahren lassen. Stimmt. Also, du kannst sie ja nicht punishen. Weißt du, wenn du Lucian mit einem Flash bist oder sowas und dann da rankommst oder Tristana oder so, ja, dann kann ich... Okay, wobei, sie kann die Bombe auch absorbieren. Dann ist kein Ding. Aber das hier ist ja. Like, du willst einfach ihr versuchen, zu sehr den Schwanz in den Arsch zu schieben. Brauchen wir noch gar nicht. Ja. Es gibt ja drei States, die du haben kannst innerhalb der Lane. Du kannst winning sein. Du kannst even sein. Du kannst losing sein. Sie möchte die. Also sie freut sich, wenn sie die Lane gewinnt. Und du auch, right? Mhm. Es gibt keinen Champion, der sich freut, die Lane zu verlieren. Wie sieht es mit dem Mittelpart aus? Die spielen Sivir Swain gegen Twitch Seraphin. Wir wollen even rausgehen. Twitch Seraphin, also dadurch, dass sie Swain haben und Swain möchte in der Regel die Lane hier in diesem Matchup gewinnen, sind die am Arsch.
In Anführungszeichen am Arsch. Sie wird jetzt nicht kacke im Late Game. Aber Twitch Late Game ist da nochmal ein bisschen stärker. Gerade nochmal, wenn wir nochmal zusätzlich die Seraphine haben. Jetzt haben wir hier bereits einen 10-Minion-Lead. Plus, wir können sie einfach raushauen. Kannst Piss chillen. Die Lane zu gewinnen bedeutet entweder ein XP oder Gold-Lead zu haben. Kannst auch beides haben. Und das haben wir ja hier schon bereits. Ne? Wir kommen da eh nicht ran. Sagen wir einfach, hey, der Play ist zu Ende, weil diese Zone-Aktion kostet dich jetzt auch nochmal ein bisschen CS. Es kann andere Games geben, da Overchase, du wirst gecatcht, stirbst, die pushen die Wave rein, du bist auch am Arsch. So, und hier stehen wir wieder nicht auf Zone in Position. Das hat mir vor. Das hat mich mega gewundert, Digga. Der Swain läuft hier durch eine Ward durch. Und du läufst da völlig frech rein. Was wäre denn die Alternative? Oben lang. Klar, weil er hier nicht schwieriger nicht rankommt. Schwieriger nicht rankommt. So, wieder ein bisschen Fight Might. Wie ist das? So, und hier habt ihr reingeschissen. Weißt du warum? Nicht, weil ihr euch habt ganken lassen. Wobei das maybe auch. Davon hat unten angefangen, ist hochgegangen, hat hier Hackmack gemacht, geht in die Base, geht dann natürlich wieder runter. Denn Jarvan ist oben, wo er angefangen hat. Das heißt, die Chance ist hoch, dass der Jarvan dort ist, wo er angefangen hat. Man kann sich meistens bei Jungle-Tracking merken, schau dir an, wo dein Jungler angefangen hat und dann orientierst du dich an ihm. Die werden beide, wenn sie unten anfangen, sich irgendwann oben auf die Fresse hauen, vielleicht auch nicht, und dann sind beide wieder unten. Weil die müssen beide am meisten runtergehen. Wenn die auf anderen Seiten anfangen, ist hier wieder genau dasselbe. Diese Wave hier. Du musst diese Wave hier instant reinpushen. Egal, was passiert. Unabhängig vom Jarvan, selbst wenn er nicht da wäre, müsstest du jetzt diese Wave instant reinpushen. Warum sag ich das? Denyst du dem Gegner hier noch irgendwas großartig? Nee. Warum? Du hast hier deine 10, 12 Minions oder so? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gegen die 6 von hier. Wir pushen so oder so in die rein. Ja. Das heißt, werf deine W rein, drück die Wave raus und wir sind fertig. Schon wenn du hier nur 2 Sekunden schneller gepusht hättest, wäre das hier over gewesen. Denn auch, ist jetzt so ein bisschen so ein das Ding eher der Seraphine. Von der Seraphine. Digga, der Gegner kommt doch nicht einfach vor. Als ob die da einfach piss random mit 10 Leben vorlaufen. Den Fehler hast du später auch gemacht, by the way. Da war der Swain hier. Der ist random auf dich zugelaufen, hat zu 5-1 fast. Das hier war legendär, Mann. Like, I have no fucking clue what just happened. Und die Wave ist hier. Hier brauchst du jetzt gar nicht hinzugehen. Du kannst direkt Richtung Mitte moven. Warum moven wir Richtung Mitte? Drake machen können, ne? Als Beispiel hätten wir das genauso gut machen können. Aber es geht mir eher um die Angewöhnung, Richtung Mitte moven. Denn von hier aus kannst du in die Mitte gehen, kannst immer noch für Wards gehen und kannst dann wieder runtergehen. Denn wenn ich mir den Wave-Sale Botlane angucke, die Wave ist drinne. Ja. Das Einzige, was du hier machen wirst, ist und dann kommt die Wave irgendwann wieder. Okay, ab jetzt. Ab jetzt. Ich meine, ich habe schon selbst gesagt, als du in der Lane warst, ich habe gesagt, in der Lane wird erstmal nicht viel abgehen. Du bist halt Twitch gegen fucking Sievert Twitch mit einer Seraphine. So, du wirst eh erstmal nur Piss chillen und musst auf Opportunities warten. Was hatten wir bis jetzt in diesen ersten 10 Minuten, was dir aufgefallen ist? Ich habe sehr vermeidbare taktische Entscheidungen, also falsch getroffen, würde ich sagen. Ich habe irgendwie auch jetzt stehe ich 5-1 und habe irgendwie auch noch nicht wirklich das irgendwie ausgenutzt. Na, 5-1 steht ja erst jetzt. Ja, stimmt. Aber jetzt können wir doch sagen, hey, da ist ein Power Spike da, um den wir herumspielen können, right? Sie ist in der Base, drück die Wave rein. Swain hat keine Ulti, du kannst eine W reinwerfen, versuch die Wave zu pushen, gehst Richtung Mitte. Kannst du tun. Und wenn du dich nicht traust, weil jetzt ist das Ding, jetzt hast du geslow pushed, Sie ist wieder da, was jetzt? Ja, und dann mache ich wieder irgendwie gar. Und dann machst du jetzt den Grump. Mit der Seraphine, ja. Der Grump hielt dich hoch, wenn du ihn killst, plus du hast einen Bock. Du bleibst aber stehen. Ja. So. Machen wir wieder links, rechts. Ja, das ist und jetzt committen wir hier auch noch hart auf den Kill. Wen ist ein Flash wichtiger, für dich oder für sie? Ja, für mich selbst. Warum? Ich hab den du kannst mit einem Flash einen kompletten Fight carryen. Bei ihr ist es vergleichsweise irrelevant. So, und jetzt versuchst du, jetzt haust du einen Flash raus für einen popeligen Kill. Oder für die Chance, auf einen popeligen Kill zu bekommen. Also, damit du es weißt, jeder ADC kann sich ebenfalls auf der Map mitbewegen. Das ist nicht Twitch-exklusiv, aber ist es für Twitch relevanter als für andere Champions. Warum? Du hast es einfach leichter. So, wir sind hier Blue Side. Ne? Wir brauchen erstmal unseren Gameplay-Loop.
Wir haben einen Freeze, dann haben wir einen Slow Push. Dann haben wir hier noch einen Slow Push. Und dann haben wir die Wave im Power. So läuft ungefähr eine Lane ab. So, meistens hast du hier als Twitch, du kannst ja unter Turm, das geht erst nicht gut spielen. Hier Kill Pressure. Und hier Kill Pressure. Hier bei 3 und 4 in der Regel ähnlich. Da kommt es immer auf die Umstände ein bisschen mit an. Und dann haben wir jetzt Step 5, das ist die Action. Action Phase bedeutet, du darfst deinen Arsch jetzt bewegen. Du hast Prio und durch diese Prio bist du jetzt in der Action Phase. Du könntest Roam gehen in die Midlane für einen Kill. Du könntest Roam gehen in die Midlane. Nicht in die Midlane. Du könntest Roam generell für Vision, also Wards setzen oder Wards kaputt machen. Du könntest Roam gehen für ein Objective, was du auch hätten machen können bei dem Drachen. Du kannst Stain für Lane Pressure. Also nachdem wir reingepusht haben, im Sinne von Diven, Blades oder Harassen. Oder du machst einen Recall. Für Power slash Leben und Mana. Was du auch eh hättest machen sollen, als der Jarvan dich das erstmal unten gegankt hat. Jetzt ist die Sache, du pusht deine Wave nicht immer in eine 1, 2, 3, 4 Bewegung rein. Es kann auch 1, 2, 4 sein. 1, 3, 4. Oder 1, 4. Kommt immer auf die Umstände mit an. Was für uns hierbei wichtig ist, immer kriegen wir die Wave rechtzeitig in den Tower rein. Wir wollen uns ja nicht wegbewegen und dabei auf irgendwas verzichten, right? Du willst ja kein dummer Katarina-Spieler sein, dich wegbewegen und 10 Minions verlieren, right? Sondern wir wollen den Verlust so niedrig wie möglich halten. Das hier sind die Action Zones. Dieses Konzept hier soll dir helfen, deinen Minion-Verlust so niedrig wie möglich zu halten, als du vorhast, die Lane zu verlassen. Okay. Die Action Zones sagen aus, mit was für einem CS und oder Plate-Verlust du rechnen kannst, wenn du die Lane verlässt. Unter Lane verlassen gilt, du setzt einen Fuß in den River, du startest dein Recall. Du orientierst hierbei an deiner kommenden Minion Wave Stimmen, welcher Zone du bist. Action, du verlierst 1 bis 2 CS. Okay, du verlierst 3 bis 4 CS. XD, du verlierst 5 CS plus und oder Plates. Klar, wo muss ich hingehen? Gehe ich nur zum Drachen hin? Gehe ich zur Mitte hin? Gehe ich zur Toplane hin? Wie lange brauche ich von A nach B? Wie lange brauche ich von B nach A? Deswegen sind die Schuhe immer mal wieder ein wichtiger Einkauf. Wie lange dauert der Play? Und wie hart kann mein Gegner pushen? Weißt du, warum ich zu dir Boots gesagt habe? Also, das Ding ist als erstens, es ist relativ cool, um gegen die Standard W zu spielen. Der zweite Punkt ist, dass du hier einfach die Möglichkeit hast, wenn du mal blöd gecatcht wirst, dass du dann auch nochmal schneller wegkommst. Gerade wenn ihr mal irgendwie blöd reingeht und die Kalista auf euch drauf gehen kann. Kannst du quasi leichter in die Fights rein und raus weaven, was dir nochmal sehr hilft. Weil die Lane hier ist mehr abhängig von Bran als von dir. Das heißt, ich kann auf das Longsword auf die scheißen. Immer mit ihm auf der Seite spielen, oder? Du möchtest quasi immer weg von der Senna sein. Okay. Es sei denn, es bietet sich an, dort zu sein. Aber jetzt hat er zum Beispiel Cooldowns, der ist erstmal totes Fleisch. Du musst ja nicht so weit hinten stehen. Guck mal, du kannst dich ein bisschen nach links hinstellen, weg von der Senna und gucken, ob du mal vielleicht einen Hit auf die Kalista drauf bekommst. Für das Positioning. Geh weg von der Senna. Oder halt, du spielst weg von der Kalista zur Senna hin, das geht auch. Aber ich würde es eher immer nochmal nachgucken, wer was ready hat. Oh, der Mauslevel. Können wir hier vorne großartig was machen? Nee, schnell reinpushen am besten. Ne? Drück rein. Und skill bitte gleich auf Level 3 noch einen in die Kuh. Kannst einfach einmal schnell basen, wenn du magst sogar. Oder Richtung Mitte checken, wie viel Leben der hat. Und runter. Was wäre denn die Alternative gewesen? Sich Botlane im Kreis zu drehen. Was jetzt mit der Wave? Die steht schon wieder so ein bisschen sehr kacke irgendwie. Warum darf sie da links alleine vorsteppen ohne Mana? Danke, du hast keinen Schuss mehr. Digga, redet er hier über seine Wave, währenddessen die einfach ganz frech da steht. Warwick könnte Botzeit sein. Ja. Müsste ich die Wave jetzt wieder reinballern, ne? Hard pushen.
Und danach auf in die Base. Wir sitzen auf viel Gold. Warwick ist da. Mach Damage, mach noch so viel Damage wie geht. Sehr schön, sehr nice. Wieder ein Minion, hit 6, töte sie. Ist sie da alleine? Nee. Hätten wir sie über links rauspressern können? Ja, wahrscheinlich. Oh, oh! Oh, Daddy! Oh, scheiße. Egal, die Kalista ist alleine. Trade sie. Warwick von hinten. Mach so viel Damage wie möglich. Aufpassen vor der Ulti. Ey, nicht zu schnell spielen. Scheiße. Wird ja. Also erstens, du hast deinen Keks noch. Ich weiß nicht, ob du einen Pot benutzt hast. Zweitens, du hättest die einfach von Ulti wegballern können. Das hat zu schnell gespielt. Ich würde jetzt Mitte gehen, aber auch eigentlich nur, weil ich nicht unbedingt weiß, was ich sonst tun soll. Nee, du hast auf Botline nichts zu tun. Du chillst so lange in der Mitte, bis entweder jemand die Botline übernimmt oder bis die Wave reingepusht ist. Du soakst eine Wave noch und danach musst du runter, weil niemand die Wave unten annimmt. Der Jax gefeedet? Nee, aber ich glaube, 1 gegen 1. Du musst ihn ja nicht töten. Like, er kann dich nicht diven. Geh runter. Digga, spielt er das wirklich? B? No fucking way, Digga. Warum versucht der Jax das zu diven? Warte nochmal kurz, nicht, dass sie alles wieder abscheißt. Erzähl mal zum Spiel. Die Laning Phase hat sich deutlich besser angefühlt, einfach durch die Tipps. Mit dem Gegenüberstellen und so, da achte ich sonst einfach gar nicht drauf. Also es ist gar nicht so, dass ich jetzt extra gegenüber vor dir stehe, sondern dass ich da einfach nicht drauf achte. Und sonst, ich meine, das Game lief jetzt so oder so sehr gut. Aber auch mit Ganks relativ gut umgegangen. Ich meine, das eine Mal war jetzt ein bisschen blöd. Aber ansonsten hat sich das sehr gut angefühlt, zumindest die Laning Phase. Dann das Gefühl, du hast richtig nach vorne gespielt? Nee. Oh ja, bist immer noch eine kleine Pussy, ne? Ja, ich, ja. Du gehst Normal Game spielen und schaltest dein Gehirn aus. Du nimmst jeden Fight an, jeden einzelnen Fight. Okay. Du kennst deine Grenzen gar nicht, weil du dich gar nicht traust, überhaupt etwas zu machen. Und dann wünsche ich dir noch einen guten. Jo, ebenso, danke. Bis dann, bye bye. Tschö.